Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon's Dogma für die Switch. Und wir befinden uns gerade noch in Gran Soren, haben letzte Folge unsere Quest abgegeben, um diesen Zauberfolien zu finden für den Herrn Steffen. Und jetzt gehen wir mal kurz auf die Aufträge, und haben eigentlich schon mit dem Typen gesprochen, der uns helfen kann bei dem, bei der Chiffre-Nummer hier. Deswegen werden wir die Quest jetzt vorrangig festlegen. Denn jetzt reisen wir zum... suchen wir diesen Hügel auf und gucken, ob das, da die Karte irgendwas mit zu tun hat. So. Wir könnten natürlich mal gucken, ob wir irgendwas Neues hier bekommen, so, aber ich glaube, das kriegen wir jetzt noch gar nicht. Laufen wir erstmal weiter. Hier gehen wir raus. Und draußen müssen wir diesen Hühnerhügel mal aufsuchen, oder? Ich glaube ja. Bin gespannt. Ja, gut, komm. Guck mal kurz auf die Karte, wo das sein kann. Also. Leos. Muss ja irgendwo hier sein, also. Da oben muss es sein. Warte mal kurz, wenn das da oben ist, dann müssen wir ja die anderen Ausnahmen nutzen, oder? Da kann man auch hier rumrennen. Ja, auch, ne? Dann machen wir das mal. Wir sind dahin, okay. Dann machen wir. Wir probieren es mal. Ja, wir wollen ja auch gegen Norden aufbrechen. Müssen wir aber hier rumgehen, glaube ich. So, hier waren wir schon mal zu Beginn meiner Reise und haben, glaube ich, ordentlich einen auf den Sack bekommen. Sind ja jetzt schon besser, größer und stärker geworden. Vielleicht haben wir ja Glück und kommen jetzt durch, ohne gleich zu sterben. Sollten wir eigentlich. Ich denke, das schaffen wir. So, hier waren ein paar Banditen nämlich gleich. Turn out your pockets and be quick about it. Es sind ein paar Banditen, aber die werden wir jetzt alle platt machen, wenn wir uns zu nahe kommen. Ja, Warwick, wir kommen. Er kennt den Weg gut. Okay. Warten wir ab. Auf uns. Aber der blöde greift schon wieder. Greift er uns an? Was reden wir hier? Der Gegner. Da hinten. Oh, da ist er schon. Oh. Also müssen wir gegen die auch noch kämpfen, scheiße. Das sollen wir vielleicht noch nehmen. Bin ich gleich schon tot. So, Heilung. Leider auch ein bisschen Ausdauer.
Mist. Beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir uns ein bisschen mehr aussteuern. Tod auf jeden Fall. Der blöde Greif. Komm, wir müssen weiter. Komm, wir laufen schon weiter. Vielleicht ist er nicht hinter uns her. Doch nicht. Bin da. Wir müssen weiter, Leute. Das Viech werden wir eh nicht killen können. Wir müssen Richtung Norden, wir müssen hier längs. Mir. Scheiß auf den Greifen, Leute, kommt. Wird schon von uns ablassen irgendwann. Also, wo können denn diese Hügel sein? Die müssen ja da drüben irgendwo auf der anderen Seite. Ist das richtig? Da muss da oben irgendwo sein. Erstmal darüber, das ist natürlich auch ein kleiner Weg. Das ist auch Wasser, Gewässer sind ja auch gefährlich hier. Da kommen. Es führt nur die Brücke darüber da hinten, ne? Aber so dürfen wir nicht rein, oder? Mit? Darüber schwimmen? Speicher mal kurz hier, testen wir mal. Wenn wir alle glücklich rüber, sonst müssen wir den ganzen Weg da über die Brücke nehmen da hinten. Wir testen es mal. Wenn es klappt, klappt es nicht. Wenn es klappt, klappt.
Wisst ihr. Jetzt auch. Okay, ist die Ausdauer natürlich weg, aber wir sparen uns auf jeden Fall diesen blöden Weg da. Gut. Labert. Stört uns nicht. Sieht so aus wie ein Schlachtfeld. Okay. Eieiei. Okay, jetzt wird's eng. Sollen wir vielleicht nochmal? Hä? So, Heilung? Naja, das war eine enge Kiste, würde ich sagen. Wenn auch einfach drauf gehen können. Wo muss ein Lager? Waren da ein paar Leute längs? Mal gucken, welches Lager ist. Ist es freundlich gesinnt oder feindlich gesinnt? Müssen wir mal erforschen. Der aus. Klappen die Gegner gleich alle auf. Hey, alte Garnison. Many plants grow in the shade of tall trees or in dense woods. Da ist noch eine Kiste. Mit. So, versuchen wir jetzt mal hinzukommen zu diesem Hünenhügel. Eine Kiste, mein Gott. Eine Kiste hier. Treasure, perhaps? Okay. Böcke schießen. Lecker Fleisch, oder nicht? Okay. Gut, wie gehen wir da hoch? Einen Hühnhügel finden. Level? Level sind immer gut. Das ist ja noch eine Burg. Hm. Ich dachte, das wäre so kurz über Gran Soren im Norden, aber das ist schon wieder echt weit laufen. Was mit den Wegen hier, das ist wirklich echt mal weit immer. Das ist ein riesen Land, ne? Kann man mal sagen. Oh. Ah, hat mich! So. Ja, wie viele Wölfe er jetzt angelockt hat.
Hier leuchtet irgendwas, lass uns zur Beste gehen. Ein Totenschädel, na. Let us head north. What's this? Arrived at the Duke's northern. Times are hard indeed. Hör doch mal rein kurz. Um Klippenturm. Muss die uns zu erzählen haben, bevor wir da gegen Norden gehen? Dragons coming is not enough to unite men's hearts as one. I'm trying to keep focus. A fellow has. Hat, glaube ich, mehr zu sagen? Ah, der berühmte Erweckte. Ich hätte zu gern sehen, wie er die Hydra beim Lager bezwangt. So, hier, vielleicht können wir hier später auch hinreisen, ich weiß es nicht. Aber zumindest sind wir schon in der Nähe von da, wo wir hinwollen. Richtung Norden. Da sollte man sich das, die ganze Burg anschauen. Turm bläst auf, oder was? Ein paar Wölfe. Ein Wolf weniger. Die mögen kein Feuer, das ist schon mal gut. Ich glaube, Tiere allgemein mögen kein Feuer, oder? Wie viele Wölfe es gibt, ne? Mehr. Na komm, steh auf, du blöde Töne. There's
Ich denn? Wie viele Wölfe gibt's denn hier? So, in die Richtung weiter. Jammerlappen. Eieiei, das sind aber auch echt. Vielleicht nicht mal nachreisen sollen. Genug Wölfe gekillt jetzt, wa? Ah! Hilf mir! Mann, Mann, diese Heilung, das dauert doch mal ein bisschen. Alle Würfe durch haben hier. Warte. There, Master. Direwolves. Direwolf. Oh. Nervt doch ein bisschen, oder? Mach mal ordentlich Feuer hier. Da müssen wir mehr Feuer mehr geben, die Leute, nicht nur diese einfache. Ja, wie viele Wölfe hier noch kommen? Nervt doch einfach nur noch. Yeah.
noch Feuer. Mann. Ach ja. Mal hier hoch langsam. Gar nicht voran. Vorankommen. Okay, es wird einfach eine Schlacht gegen Wölfe. Ein Licht. Wir kommen ja mal irgendwie in die Nähe, wo keine Wölfe mehr sind. Gleich ein Mann da. Also sogar in der richtigen Nähe, würde ich sagen. Okay. Diese Mütze, ne? Him who knows that I know what he seeks to know, knows it well. While he who knows not what I know, or know not. See me, yes? Then congratulations on you. You have found the man you seek. I am, or was, perhaps like you, a child of man, bound to the dragon. Well met, young Arisen. I am he who was forged by the dragon. Guck an! Hat die Figur da im Rasen. Cool. Ja, ist gespeichert worden. Und wir machen auch direkt beim nächsten Mal hier weiter. Jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.